Der Battlefield 1 Premium Service hat, was den Umfang angeht, etwas abgerüstet. Halo 5 kommt als Editor und Mini-Multiplayer kostenlos auf den PC und Evolve bekommt einen neuen Koop-Modus. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Wie auch bei den Vorgängern bekommt natürlich auch Battlefield 1 einen kostenpflichtigen Premium-Service. Das funktioniert wie ein Season Pass, man bezahlt einmal rund 50 Euro und bekommt dann über den Zeitraum von mehreren Monaten neue Inhalte nachgeliefert. Während das aber ungefähr der gleiche Preis ist von rund 50 Euro, hat man beim Umfang etwas abgerüstet. Bei Battlefield 4 gab es nämlich noch 5 DLC-Pakete, jetzt sind es nur 4 und dadurch bekommt man auch insgesamt nur 16 und nicht 20 neue Multiplayer-Karten. Außerdem ist dieser Premium-Service bzw. dieser Season Pass nicht mehr Teil der Battlefield 1 Deluxe Edition oder der Battlefield 1 Deluxe Edition. Das heißt, wer diese Version kauft, sollte sich darauf einstellen, dass er da nochmal 50 Euro on top bezahlen muss. Abgesehen von den neuen Maps gibt es natürlich zahlreiche weitere Inhalte, die da wären neue Operationen, neue Spielmodi, Eliteklassen, Fahrzeuge und insgesamt 20 neue Waffen. Das Kernstück dieser DLC-Pakete sind aber auch die neuen Armeen. Was schon im Vorfeld angekündigt war, ist, dass ja die Franzosen als DLC kommen und das wird im ersten DLC They Shall Not Pass passieren, der im März 2017 erscheinen wird. Später soll es dann noch die Russen und die Ostfront geben. Diese DLCs haben aber noch keine Termine. Was aber schon einen Termin hat, ist die kostenlose Map Giant's Shadow, die im Dezember für alle veröffentlicht wird. Microsoft zeigt sich mal wieder PC-freundlich, denn die haben die Halo 5 Forge Edition für Windows 10 angekündigt. Das soll im September erscheinen und kostenlos verfügbar sein. Und was ist diese Forge Edition, fragt ihr euch jetzt. Die Forge ist natürlich der Karteneditor von Halo, den kennen wir auch schon von der Xbox One. Am PC kann man mit Maus und Tastatur damit aber deutlich präziser arbeiten und, das ist eine nette kleine Dreingabe, es gibt auch eine Art Mini-Multiplayer-Modus, man kann nämlich mit bis zu 16 Spielern eigene Karten spielen. Das ist natürlich bei weitem nur ein kleiner Auszug aus dem Umfang der Xbox One-Version, es fehlt natürlich die Kampagne und der große Warzone-Multiplayer, aber immerhin eine nette kleine Dreingabe, ist kostenlos und wer sagt denn, dass Microsoft in Zukunft nicht auf diesem Fundament aufbaut. Übrigens, Installation 01, das kostenlose Fanspiel, das auf dem Halo Multiplayer für PC basiert, das macht in der Zwischenzeit große Fortschritte und sieht im aktuellen Trailer schon richtig gut aus. Evolve ist am PC vor einer Weile auf ein Free-to-Play-Modell gewechselt und jetzt gibt es neue Inhalte, nämlich einen neuen Koop-Modus. Der trägt den Titel Deepest Dark und schickt eine Gruppe von Jägern auf die Jagd nach einer Alien-Königin. Jetzt werdet ihr sagen, das kennen wir doch alles schon. Der Gag ist aber, dass diese Alien-Königin nicht von einem Spieler gesteuert wird, sondern von der KI. Das Ganze ist also vielmehr wie eine Art Koop-Kampagnenerfahrung gedacht mit Skriptereignissen und einer Erzählerstimme und soll so viel atmosphärischer sein als eine chaotische Multiplayer-Runde. Deepest Dark ist kostenlos verfügbar, kann man sich also einfach herunterladen, wenn man Evolve am PC das nächste Mal startet. Die Entwickler sagen übrigens, dass dieser Free-to-Play-Modus oder dieses Evolve Stage 2 momentan nur für den PC verfügbar ist. Wenn es aber genug Anklang bei der Community findet, überlegt man sich auch, das auch auf die Konsole zu bringen. Hope is lost. Das war's soweit mit dem News-Teil der Sendung. Wir kommen jetzt noch zu etwas Eigenwerbung, denn wir haben unsere One GameStar Notebooks bei einigen Modellen stark aufgerüstet. Es geht konkret um die Modelle Pro 15, Pro 17 und Ultra 17. Die haben nämlich jetzt neuerdings Grafikchips aus der Nvidia Pascal-Reihe und außerdem auch eine neue CPU, eine Intel Core i7-6700HQ. Die Notebooks sind trotzdem Zauberei um ein Kilo leichter geworden und auch der Preis wurde reduziert. Und es gibt ein ganz neues High-End-Notebook, das hört auf den Titel Extreme 17 und hat eine GTX 1080 und eine Intel Core i7-6700K-CPU. Alle Infos dazu packe ich euch in einem Link in die Beschreibung. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.